wenn es so scheint, als ob die ganze Welt anders denkt. Und für viele scheinen wir einfach nur unintelligent, weil wir anders als die meisten denken und anders sind. Dann ist es umso wichtiger, dass jeder seinen Standpunkt kennt. Wir halten uns an Gottes Wort. Wir halten uns an Gottes Wort. Und auch dann, wenn wir sein Wort manchmal nicht verstehen, weil unsere Logik und unser Verstand in eine andere Richtung gehen. Und man fragt sich dann vielleicht, was ist jetzt richtig und was nicht. Dann sollte jeder daran denken, Gottes Wort hat immer recht. Wir halten uns an Gottes Wort. Wir halten uns an Gottes Wort. Und wer auch immer sich dagegen stellt, wir halten zu Jesus und nicht zu der Welt. Und wenn der Teufel uns verführen will, wir glauben daran, dass Gott sein Wort hält, und wir halten uns an Gottes Wort. Wir halten uns an Gottes Wort. Wenn es dir schwerfällt, seinem Wort zu glauben, dann denk daran, dass Gott uns auch durch schwere Zeiten tragen will und kann. Denn gerade dann zeigt er uns oft so ganz unscheinbar. Seine Weisheit ist unendlich und seine Wege sind wunderbar. Wir halten uns an Gottes Wort. Wir halten uns an Gottes Wort. Und wenn du von der Welt verlacht und ausgestoßen wirst, weil du den Glauben an Gott und seinem Wort nicht verwirfst, dann bleibe stark, lass deine Hoffnung nicht untergehen. Einen Lohn hat Gott im Himmel für Überwinder vorgesehen. Wir halten uns an Gottes Wort. Wir halten uns an Gottes Wort. Und wer auch immer sich dagegen stellt, wir halten zu Jesus und nicht zu der Welt. Und wenn der Teufel uns verführen will, wir glauben daran, dass Gott sein Wort hält, und wir halten uns an Gottes Wort. Wir halten uns an Gottes Wort.